ankommt, aber. Mit Leib und Seele lobe ich ihn.
Glaub doch an Jesus Christus und du wirst eines Tages bei ihm sein. Amen. Und so begrüße ich euch alle mal in den wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jesus lebt, er ist auferstanden und er lebt in unseren Herzen. Seine Liebe ist in unseren Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und so wollen wir ihn loben und preisen. Und ihm jetzt diese kleine Zeit, die wir jetzt zusammen sind, du da draußen, wo du auch bist, ob du zu Hause bist, im Auto oder auch wo du bist, wo du es teilst mit deinen Liebsten oder auch du ganz alleine jetzt in deinem Zimmer bist und du möchtest jetzt diese Zeit nutzen, um deinen Herrn in deinen heiligen Namen. Ihr seht, wir sind hier, machen wir zu viel abhängig von Internet und sonst was alles. Aber doch danken wir dem Herrn Jesus Christus. Wir lassen keine Störungen zu. Denn alles, was uns stören will, um unseren heiligen Namen, alles, was uns stören will, dass wir den Herrn anbeten sollen, soll nun weichen Jesu Christus Namen. Wir wollen ihn anbeten und loben und preisen, ihm danken für alles, was er uns gegeben hat, noch geben wird. Und so sind wir jetzt zusammen in seinen heiligen Namen. Und wir wollen ihn zusammen loben und preisen. Denn er hat uns gegeben das Gewand des Lobpreises. Und alles soll jetzt weggehen. Jetzt werden wir unsere Gedanken, Herr allmächtiger Gott, Herr, auf dich richten. Unsere Herzenssinnen, wir werden unsere Herzenstür weit öffnen, Herr. Und wir wollen den Segen von dir weiterhin empfangen, Herr allmächtiger Gott, Herr. Da auch jetzt deine Kinder, unsere, meine Geschwister, Herr allmächtiger Gott, Herr, hier alle zusammen sind, Herr, ist es, Herr, wie ein Feuer, das lodert durch den Heiligen Geist, Herr. Und jeden sein Segen, Herr, soll noch größer werden, Herr. Denn wir wollen von dir viel mehr empfangen, Herr. Denn wir wollen, Herr, da du so reich bist, nicht mit wenig zufrieden sein, sondern, Herr, mit deiner Gnade. Und wer an deiner Gnade genügend hat, Herr, hat alles, was er braucht. Und so wollen wir dich loben und dich preisen und dich Lob singen. Herr, zusammen, Herr, alle, die jetzt dort an diesem Internet sind, Herr, die in Facebook sind, die in anderen Medien sind, Herr, wollen dich loben und preisen, dir zur Ehre, allmächtiger Gott, Herr. Denn oft, Herr, waren auch, Herr, von dir Jünger gefangen gewesen, Aposteln, Herr. Und wir wissen, dass auch Paulus 2 Jahre von zu Hause aus das Evangelium gebracht hat und hat viele Menschen vor deinen Füßen gebracht, damit du ihnen verzeihst, allmächtiger Gott, Herr. Dass du, Herr, der für uns am Kreuz gegangen ist, ihnen, Herr, die Sünden verzeihst. Und durch dein heiliges, kostbares Blut, Herr, das geflossene von Gott daher, hast du uns befreit und erlöst, Herr. Und da du auferstanden bist, Herr, haben wir auch mit Recht durch dich, allmächtig, den Sieg, dass wir leben dürfen und nicht erst, wenn wir sterben, sondern jetzt schon, dass wir jetzt schon die Bürger des Himmelreichs sind, allmächtiger Gott, Herr, und uns festhalten, was uns gegeben worden ist von dir, damit uns niemand dieses wegnehme. Und so wollen wir deine Worte hören, jeden Tag, Herr, durch deine heilige Schrift, durch deinen Mund, Herr, aber auch, Herr, dass du redest, Herr, durch die Dienerschaft, allmächtiger Gott, die du dazu berufen hast, Herr, allmächtiger Gott. So hast auch Paulus dazu berufen, unter den Heiden zu gehen, Herr. Denn die Juden nahmen das Recht für sich, nur wer als Jude auf der Welt kam, wird errettet, Herr. Aber doch, du hast gezeigt, Herr, auch durch Petrus, Herr, wie er diese Erscheinung hatte, dass alle, die ehrfürchtig sind vor dir, Herr, und Gutes tun, du ihnen, dass sie lieb sind vor dir, allmächtiger Gott, dass du ihnen, Herr, diese Gnade geschenkt hast, Herr. Und so, Herr, bist du auch, Herr, der Erretter der alle Nationen, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Von welchem Volk, von welchem Land auch, Herr. Alle, die den Namen des Herrn anrufen, sollen gerettet werden, Herr. Denn du bist die Auferstehung und das Leben und wir glauben, vertrauen dir, Herr. So segne jetzt jedes Herz, das da ist, Herr, mit deiner Heiligkeit weiterhin, allmächtiger Gott, Herr. Durch deinen Heiligen Geist offenbare, Herr, ihnen das, der Gedanke, den du mir gegeben hast, Herr. Führe uns und leite uns durch deinen Heiligen Geist, denn ohne deine Führung ist nichts möglich, Herr. Denn du, Herr, hast uns den Glauben gegeben, dass wir glauben dürfen. Und durch den Glauben haben wir Errettung, Erlösung, haben wir Heilung, Herr. Und wir werden gesund dadurch, in Geist, Leib und Seele, mächtiger Gott, Herr. So segne jetzt jedes Herz und jede Gedanken, Herr. Und jedes Haus, allmächtiger Gott, soll Frieden erfahren von dir, allmächtiger Gott. Wir wollen dich loben und preisen und Zeugnis dann auf Erden, Herr, für dich, Herr. Du hast uns dazu berufen, dafür danken wir dir, Herr. In Jesu Christi Namen danken wir dir, mein Vater. Amen. Halleluja. Lasst uns weiter singen. Lasst uns den Herrn Lob preisen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, mein Herr und mein Gott. Jesus ist die Quelle meines Lebens. Ist Jesus die Quelle deines Lebens? Sing mit, preis den Herrn. Lass ihn uns loben und preisen den Herrn. Amen. Jesus, du bist die Quelle meines Lebens. Wie eine Blume Wasser braucht, so brauch ich dich, o Herr, zum Leben. Und wenn ich bete, Herr, weiß ich ganz genau, dass du mich
schmerzt, denn du bist mein Gott, nur du allein bist die Quelle meines Lebens. Amen. Singen wir zusammen, lass wir Lob und Preise. Jesus, du bist die Quelle meines Lebens, wie eine Blume Wasser braucht. So brauch ich dich, o Herr, zum Leben. Und wenn ich bete, Herr, weiß ich ganz genau, dass du mich erhörst, denn du bist mein Gott, nur du allein bist die Quelle meines Lebens. Halleluja, Jesus! Jesus, du bist unser Herr. Wir wollen dich loben und dich preisen, du mächtiger Gott, Herr. Und wir wollen dich bekennen und verherrlichen. Denn Jesus brauchen wir. Wir brauchen ihn jeden Tag umso mehr. Wir danken Gott für jeden Tag seiner Liebe für uns. Für jede Sekunde seiner Obhut, die er uns schenkt. Für die Bewahrungen. Er gibt uns so viel, liebe Geschwister. Und dafür wollen wir ihn loben und preisen und ihm danken. Denn er ist gekommen, um uns zu erlösen, um uns zu erretten. Und wir sind da auf dieser Erde noch um diesen Sinn, dass wir Frieden geschlossen haben mit unserem Herrn. Und noch das Schönste ist, das Allerschönste ist, dass wir jetzt für ihn Zeugnis sein dürfen auf Erden. Und so soll unser Licht leuchten. So soll Herr, der uns in unseren Herzen leuchtet, sollen wir ein Licht sein auf dieser Welt. Wir sollen das Salz der Erde sein. Und so wollen wir ihn bekennen, ihn loben und preisen in all unseren Situationen. Selbst in den schwierigsten Situationen sagt er, freut euch. Und abermals sage ich euch, freut euch. Auch wenn uns manchmal nicht nach Freude zumute ist. Aber die Freude im Herrn ist unsere Stärke, sagt uns Nehemia. Er hat Gott durch ihn gesprochen. Und so wollen wir weiterhin die Schätze von unserem Herrn, von unserem Gott wollen wir haben. Ich möchte sie haben. Und es ist die Ruhe, der Frieden, der uns gibt, nicht was die Welt uns schenkt. Und es ist die Freude und die Liebe und die Hoffnung, die er uns gesetzt hat. Auch wenn die Welt sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, unsere Hoffnung lebt ewig. Denn wir werden mit ihm leben, ewiglich. Du bist auserwählt. Du bist erwählt vom Vater und du bist Jesus Christus in die Hände gegeben worden. Denn er sprach auch im Gebet, im Johannes 17, Vater, ich bete für denen, die du mir gegeben hast, Herr. Und wir sind in seinem heiligen Schutz. Und darin wollen wir bleiben. Und wir wollen ihn bekennen, auch wenn die Menschen noch gegen uns streiten, wollen wir bekennen. Aber auch du heute, der da neu zugeschaltet hat, du bist nicht durch Zufall hier. Du bist auserwählt von Gott, dieses zu hören. Höre diese Botschaft, diese Worte. Denn nicht der Mensch, sondern die Worte ändern dich. Und da, wo Jesus Christus ist, da ist Änderung. Und wenn du mit dem Herrn gehst und der Herr mit dir und du siehst in deinem Leben, ändert sich nicht viel, dann geh noch mehr auf die Knie und bete zum Herrn an und sag, Herr, gib mir mehr von deinem Reichtum. Herr, beschenke mich mehr mit deiner Liebe, Herr. Gib mir Weisheit und Erkenntnis von dir. Denn dort, wo Gott wirkt,
Ob du es merkst oder nicht, aber du wirst es sehen. Dort, wo Gott wirkt, gibt's Änderungen. Es kann nicht sein, wo Gott ist, dass keine Änderungen geben. Denn Gott verändert. Das Wort verändert. Auch wenn wir im Leib alt werden, krank werden, aber innerlich der Geist der Menschen, das Geistliche in uns, das geistige Leben wird mehr und mehr und mehr. Wir sind zufriedener, wir haben mehr Ruhe, wir haben mehr Frieden, wir haben einen Ausgleich durch Jesus Christus. Und so erbauen wir uns jeden Tag im Geiste mehr, in unserem geistigen Leben. Wir lernen durch unseren drei Lehrer, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die uns lehren. Aber wir müssen zuhören. Und es ist wichtig, meine liebe Geschwister, das wissen wir, aber auch die, ihr da neu zukommt. Es ist wichtig, zu vertrauen auf das Wort Gottes. In der Heiligen Schrift steht es geschrieben. Amen. Lass uns noch ein Lied singen. Denn Jesus kam für uns. Er kam für dich und für mich. Amen. Herr Jesus ist hier. Er ist da bei uns. Er ist nah bei dir. Amen. Halleluja. Amen. Weiß noch gar, dass zusammengekommen, um aufzutanken, um uns Neuigkeiten von unserem Herrn zu hören. Wie kommt es, Neuigkeiten? Schon vor 2000 Jahren hat der Herr schon gesprochen, aber so spricht er auch heute. Und es ist heiliger Boden. Da, wo Gott spricht, ist heilige Erde. Auch da, wo du jetzt stehst, da, wo du jetzt bist und du mit deinem Herzen zuhörst, ist heilige Erde. Und das ist was Wunderbares.
Und so wollen wir unsere Gedanken auf ihn richten. Unser Herz wollen wir auf ihn richten. Und auf die Tafel unseres Herzens wollen wir geschrieben lassen, wie der Herr uns liebt. Denn wir stehen im Buche des Lebens geschrieben. Und dafür werden wir auch unseren Herrn bekennen. Überall zu jeder Stunde werden wir unseren Herrn bekennen. Ob zur Zeit oder Unzeit. Ob sie was hören wollen oder nicht. Wir bleiben bestehen durch den Namen Jesus Christus. Amen. Und so wollen wir ihn loben und preisen, ihn bekennen. Mit unserem Leben wollen wir ihn bekennen. Wir brauchen nicht viel zu reden. Unser Leben ist ein Evangelium für den Herrn. Und so sollen die Menschen an unserem Leben, an unserem Wandel, an unsere Veränderungen erkennen, wer in uns lebt. So haben wir den Stempel Gottes auf uns allen. Allmächtiger Gott gibt uns dafür die Kraft. Und so soll er uns auch weiterführen und leiten und lehren. Denn je mehr wir von ihm wissen, umso besser können wir ihm dienen. Und so ist es was Wunderbares, dass wir es zusammentun dürfen. Denn er hat uns als Gemeinde geschaffen. Du und ich, wir sind Gemeinde. Wir sind die Gemeinde Gottes. Denn er sagt auch uns im 1. Korinther 3, Vers 16, 17, weißt du nicht, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist? Du bist der Tempel Gottes. Du bist auserwählt. Jesus Christus und der Vater lebt in deinen Herzen. Denn der Herr sagt, wenn ihr meinen Willen tut, ich suche mich Wohnung in euch. Und wenn ich komme zu euch, dann bringe ich jemanden mit. Und das ist der Vater. Und so lebt durch den Heiligen Geist Gott in unseren Herzen. Der Herr sieht es nicht für Schlimmes an, in unseren Herzen, in unserem Zentrum zu wohnen und zu leben. Und so wollen wir ihn bekennen. Und auch, wenn wir manchmal fallen und wir können nicht mehr, wollen wir uns aufraffen. Denn Jesus sagt, der Gerechte fällt 7-mal, aber er wird ihn aufheben. Aber doch, der Hochmütige, der wird zu Fall kommen. Und so wollen wir nicht hochmütig werden. In allem wollen wir uns der Gnade unterwerfen. Und es ist was Wunderbares, denn diese Gnade ist Barmherzigkeit, Liebe und Sanftmut. Und so hat er Menschen, wo es gar nicht möglich war, hat er geändert. Viele sagen vielleicht, ach du Bruder, ich kenne dich gar nicht mehr wieder. Damals hast du in diesen Situationen so und so hast du gehandelt. Heute kenne ich dich wieder. Du bist ruhiger geworden. Du bist friedlicher geworden. Ich sehe die Ruhe und Frieden in deinem Hause. Ja, Geschwister, auch wenn du manchmal nicht verspürst, dass du gerade gesegnet bist. Aber wisst ihr was? Es ist normal, wir sind Realitätschristen, denn wir haben einen Gott, der Realität ist. Wir leben nicht vom Gefühl, wir leben nicht von Gänsehaut, wir leben von der wunderbaren Macht Jesus Christus. Hier macht sich alles selbstständig. Ach, Herr Jesus Christus, ich will dich loben und preisen, dir danken, du mächtiger Gott, Herr. Und so wollen wir dich loben und danken und preisen. Und so steht es geschrieben, liebe Geschwister, wie können wir das tun? Was sagt Jesus zu uns da? Und er sagte in Lukas 9, sagt er, von der Nachfolge. Wir sollen ihm folgen. Wollen wir Jesus Christus folgen? Dann müssen wir hören auf die Stimme Gottes. Wir müssen hören auf die Heilige Schrift, auf Gehorsamkeit. Das ist unser Glaube des guten Werkes, wenn wir auf ihm gehorsam sind. Und er sprach, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Seht ihr, liebe Geschwister, wir wissen es auch, die dazugekommen sind. Wie ist das gemeint? Unser Leben verlieren? Sollen wir sterben? Es sagte mal ein Bruder, ja, ich möchte, dass ihr sterbt. Er hat gepredigt in seiner Anfangspredigt, er sagt, ich will, dass ihr sterben sollt. Und so fängt eine Predigt an. Aber er meint es in einem guten Sinne. Unser Ich, unsere Natur, unser Charakter, der oft boshaftig ist und viele Dinge hat, die Gott nicht gefällig sind, das Ich soll in uns sterben. Denn immer wenn wir Ich sagen, Ich, stellen wir uns im Vordergrund und tun dann unsere eigene Charaktersache, wollen wir vorheben. Wir wollen uns rühmen, wollen uns brüsten mit verschiedenen Dingen. Ich habe es geschafft, ja, ich habe es vollbracht, ich habe dieses getan. Aber alles, was wir tun, Gutes, können wir nur deswegen, weil Jesus Christus gut ist. Und er hat das Gute zuerst getan. Und so können wir im Folgen auch nur Gutes tun durch ihn. Denn er hat uns es vorgemacht. Denn er kam als Fleisch, in Fleisch auf dieser Erde. Und er hat uns vorgemacht. Er hat mit uns gelitten. Er hat geweint. Er hat Hunger gehabt. Er hat geschlafen. Er war müde. Alles hat er durchlebt, damit wir sehen können an ihm, dass es möglich ist, diesen Weg zu gehen. Auch wenn er holprig ist manchmal. Aber doch, wir schaffen es. Denn er ist bei uns. Und so sollen wir unsere alte Natur ablegen und die neue Natur, die geistige Natur, sollen wir annehmen. Wir sollen das Göttliche annehmen und leben.
Denn er sagte selbst in der Heiligen Schrift, als sie ihn verklagt haben, die Juden und die Pharisäer, sie sagten, wie kannst du sagen, dass du der Sohn Gottes bist? Dann sagte er, hat nicht Moses gesagt, alle, die Gottes Worte hören und sie tun, sind göttlich, dass er gesagt hat, ihr seid Götter? Aber natürlich, sagte er, aber ihr werdet auch sterben wie die Menschen, denn wir können niemals so wie Gott sein, denn Gott hat drei Merkmale, wo er unerreichbar ist. Denn er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig und er ist allwissend. Und darin ist seine Gottheit bestätigt, dass niemand erreichen kann. Und so danken wir und loben und preisen ihn. Und so soll unser Ich sterben. Und dann, wenn wir in Jesus Christus Namen, wenn wir ihn durch unser Leben bekennen, wenn wir ihn hoch erheben in allem, was wir tun, und er wird dadurch erkannt, das ist, dass wir ihn nicht verleugnen, denn wir bekennen ihn. Und so sind wir ein Licht auf dieser Welt. Wir sind Zeugnis von ihm. Es sind andere Menschen, die in der Bibel sind. So auch Paulus, wie er war. Er wurde Zeugnis für Jesus Christus. Und so auch du heute kannst ein Zeugnis sein für Jesus Christus. Du, der du jetzt gerade denkst und sagst, wie kann ich ein Zeugnis sein mit meinem wilden Leben? Ich habe so schlimme Dinge getan. Ich kann niemals ein Christ werden. Doch, denn für uns ist Jesus Christus gekommen. Gerade für dieses. Denn er ist gekommen, um die Kranken zu heilen, nicht die Gesunden. Er ist gekommen, für die Sünder zu erlösen und nicht die Gerechten. Und so ist es. Denn er ist gekommen für die, die sagen, ja Herr, ich habe rebelliert gegen dir. Ich habe gottlos gelebt. Ich habe ein Leben nach meinem Willen habe ich gelebt. Herr, ich habe überall dran gefallen gehabt, aber ich sehe, alles dieses hat mir nichts gebracht. Und heute will ich vor dir kommen und erkenne, dass du der wahre Christus bist, der Erlöser, der Heiland meiner Seele. Und ich möchte, dass du mein Leben führst und leitest. Und so ist es. Er wird dir verzeihen. Du musst vor ihm kommen und er sagt dir, was du tun sollst. Und so wollen wir ihn loben und preisen. Er sagte hier weiter, denn wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wenn du versuchst, dein erdiges Leben, dein weltliches Leben zu erhalten, wirst du es verlieren. Denn er sagte, wenn du alles Reichtum hast dieser Welt und alle Schönheiten dieser Welt, aber doch, ich komme und dann, was willst du geben für deine Seele zu erlösen? Es ist nichts da. Und so haben wir unsere Seele in Gottes Hände gelegt. Denn er sagt im 1. Petrus, ich bin der Bischof eurer Seele. Ich bin der Pastor eurer Seele. Ich bin der Heiland eurer Seele. Ich bin der Aufpasser eurer Seele. Wir werden niemals unsere Seele preisgeben einem Menschen, denn er nimmt sie und versucht sie nachher, wenn er Krach mit dir hat, zu zerbrechen. Er wird übel dir nachreden. Und so wollen wir es nicht tun. Wir geben dieses in Gottes Hände. In keinen Menschen vertrauen wir es an, sondern unserem Gott alleine. Amen. Und so sagte er es auch weiter, Herr, der Herr. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinne und verliert sich dadurch selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommt in seine Herrlichkeit des Vaters mit den heiligen Engeln. Ich sage euch aber, wahrlich, einige von euch, die das jetzt hören, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis das Reich Gottes sehen. Und so ist was Wunderbares. Du, der jetzt dabei ist, du wirst dabei sein. Du wirst sehen, den Herrn kommen in den Wolken. Und wir werden ihm entgegengehen. Er sagte auch, es werden viele das tun. Und es ist diese Zeit, wo der Herr nahe ist, wo er wiederkommt. Selbst wenn unser Leib entschläft, aber unsere Seele geht zu dem Herrn. Sie ist in Sicherheit. Aber unser Leib wird auferweckt und wird verwandelt am jüngsten Tage, wenn der Herr kommt. Denn es ist sein Tag, der jüngste Tag. Und so ist was Wunderbares, liebe Geschwister. Wir wollen nicht an den Tag des Herrn da sein, denn da ist schon vieles zu spät. Denn da ist der Tag des Gerichts. Lieber wollen wir jetzt diesen Rettungsring nehmen. Und so, der du neu dazugekommen bist, wenn du im Meer gefallen bist von einem Schiff und dir schmeißen sie einen Rettungsring hin, dann schaust du nicht erst auf dem Ring, von welchem Schiff der kommt oder von welchem Menschen der kommt, sondern du ergreifst den Ring. Lass dich erst erretten und dann lass dich führen durch den Herrn Jesus Christus. Und so ist es was Wunderbares, liebe Geschwister, und die dazukommen und Geschwister werden wollen. Es ist was Wunderbares, auf diesen Herrn zu vertrauen. So wie dieser Mensch, der vom Schiff gefallen ist und er kam auf eine Insel. Ihm sein Leben wurde gerettet auf der Insel. Und er sagte, ach, hä, wie schön es ist, gerettet zu sein. Und er kam auf diese Insel, sie war wunderschön, aber sie hatte kein Wasser und sie hatte nichts, sie hatte keine Nahrung. Und so ist ein Mensch, der ohne dem lebendigen Wasser ist, der ohne dem Brot Gottes ist. Er hat zwar was Schönes,
aber doch nichts Ewiges. Denn er braucht das lebendige Brot Gottes, das vom Himmel kommt. Jesus Christus in seinem Herzen. Das ist was Wunderbares. Und der Heilige Geist, der ihn führt, das Quell des Wassers, das ist was Wunderbares. Und so kam es, der Mann, der auf dieser Insel war, er sagte, was soll ich jetzt hier? Ich habe eine schöne Insel, mein Leben ist gerettet, aber ich habe nichts davon. Und dann, es war kalt ein bisschen, und er baute sich eine Hütte. Und diese Hütte baute er. Und dann stand er da und sagte, ich bin so ganz alleine, es ist niemand da, kein Schiff kommt vorüber, niemand sieht mich hier, was soll ich denn hier, soll ich jetzt sterben? Und dann kam ein Unwetter auf, ein Regen kam noch auf und Blitz und Donner. Und auf einmal schlug auch noch Blitz ein in seinem Haus. Der Donner war groß und der Blitz schlug ein und sein Haus brannte nieder. Und er war am Schimpfen und am Schimpfen. Oh, wie bin ich nur bestraft, jetzt bin ich auf dieser Insel, habe nichts und jetzt ist auch noch dieses Haus am Brennen. Ja, aber dann des Morgens, als er wach wurde, kam auf einmal was Großes auf ihn zu. Und es war ein Schiff. Es war, die Rettung war da. Ein Schiff kam auf ihn zu. Und er sagt, ach Schiff, ich bin gerettet, ich bin gerettet. Und so war es. Manchmal in Aussichtssituationen, liebe Geschwister, in großen Leiden, in großen Trübsal, siehst du gerade nicht das Licht. Siehst du gerade nicht das Licht. Aber dadurch fragt er, wie seid ihr auf mich aufmerksam geworden, fragte er. Es war doch niemand da. Er sagte, wir haben eine Hütte brennen gesehen in der Nacht. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht, dass da vielleicht ein Hilfefeuer war. Und dadurch ist der Mann gerettet worden. Und so ist auch heute der Herr da, der dich retten will. Auch wenn du sagst, du bist ein harter Mann von der Welt. Oder nein, ich bin eine Frau, die immer diesen Weg lang gegangen ist in der Welt. Ich kann gar nicht zu Gott kommen, weil ich bin selber böse, ich merke, ich bin frech, ich kann es nicht ablegen. Wahrlich, wir Menschen können nichts ablegen. Wir müssen in manche Dinge streng sein, auch im Leben, auch in dieser Welt. Aber doch, die Errettung sollen wir annehmen. Heute ist der Tag der Errettung. Selbst, da muss ich sprechen von einem, und der hieß Paulus. Der hieß Paulus. Und wenn wir in der Apostelgeschichte 9 nachschlagen, Geschwister, ihr kennt sie, aber auch der dazugekommen ist, kannst du nachschlagen. Und da war jemand, Paulus, er hieß vorher Saulus. Und das war ein Kriegsherr. Es war ein Kriegsherr. Und er war ein mächtiger Krieger. Er war mit allen Befugnissen, ist er gesandt worden, da vom König und alles ist er gesandt worden. Und hat für das Reich, hat er gekämpft. Und alle Unterdrücker waren dabei, alle, die unterdrückt worden waren von ihm, selbst auch. Und alles, er war Herrscher da drüben, weil er hat eine Vollmacht gehabt, damit alle, auch sogar die an Christus da damals geglaubt haben, an Jesus, hatte er die Vollmacht, gefangen zu nehmen. Und er nahm diese und sperrte sie in die Gefängnisse ein, hat sie in die Gefängnisse gebracht, damit sie verurteilt werden. Und wir wissen ja damals, was mit den Christen, mit unseren Brüdern und Schwestern geschehen ist in der Zeit. Wir wissen vieles, wie es unsere Familien ergangen ist in einer Zeit, die wir nicht mehr zurückdenken wollen. Aber Gott ist in allem. Gott ist in allen. Und dieser Saulus, war ein harter Mann, selbst als unser Bruder Stephanus. Stephanus, als er von Gott predigte, er merkte, dass die Zeit nahe ist, dass es Zeitende ist. Aber er hat es nicht zugelassen, dass er verstummen sollte. Nein, er war Zeugnis. Er bekannte sich zu Jesus Christus. Er bekannte sich, und da ist auch die Rede von Stephanus, die wir in der Bibel lesen können, in der Apostelgeschichte. Er hat so lange gepredigt und hat offenbart von Gott, was in der Schrift geschrieben steht, und hat es sogar mit seinem Leben bezahlt. Denn er ist gesteinigt worden dort von den Juden, weil sie sagten, es ist Gotteslästerung, weil er Jesus Christus angenommen hat. Und so ist es auch heute, liebe Geschwister. Wir wissen es, auch der, der dazukommt. Viele sagen von unseren Leuten, nimm nicht diesen Glauben an. Es ist eine Sekte. Pass auf davor. Denn sie wollen dich nur auf ihre Seite bringen und wollen über dich herrschen. Und so war es damals auch. Sie haben Angst gehabt vor was Neuem. Immer hat ein Mensch Angst vor etwas Neuem. Aber diese Angst nimmt uns Jesus Christus. Denn er führt unser Leben und es wird wunderbar werden. Wo noch wir niemals dran gedacht haben, so wird es uns ausrichten, unser Leben. Es kommt Frieden, es kommt Ruhe in deinem Hause. Es verschwindet alles und du wirst zufriedener mit allem, was deine Arbeit
Erträge, wird Früchte haben, wenn es wohlgefällig ist vor dem Herrn. Und es ist was Wunderbares. Er wird deine Kinder segnen. Er richtet ihnen ihr Leben aus. Wenn wir krank sind, wenn unsere Kinder krank sind, haben wir jemanden da, den wir anrufen können und der die Heilung über uns gibt. Durch unseren Glauben. Es ist was Wunderbares. Und deshalb auch heute, glaube an den Herrn Jesus Christus und lass dich taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn es ist was Wunderbares. Aber dieser Saulus war dagegen gewesen. Dieser Saulus. Und so macht er sich auf, jeden Tag, Tag für Tag, und sperrte unsere Brüder ein. Auch er wurde nachher, ich tue es jetzt ein bisschen abkürzen, weil er war auf dem Weg nach Damaskus. Und auf einmal kam ein Licht. Und die Bibel sagt uns, er fiel auf die Erde und er hörte eine Stimme. Und er hörte eine Stimme und die sprach, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Denn er hatte die Kinder Gottes, hat er verfolgt. Denn er sagt selber, Jesus Christus sagt selber, wer gegen meine Brüder ist, ist auch gegen mir. Wer meine Brüder was Schlimmes antut, tut auch mir was Schlimmes an. Denn was du dem Geringsten, dem Kleinsten tust, das tust du mir an. Und so hat er gesagt, lass ab davon, lass ab davon. Und er sagte, Saulus war verwundert darüber, über diese Erscheinung, und er hörte die Stimme, die zu ihm sprach, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er sagte, wer bist du? Herr, wer bist du? Er wusste, da spricht jemand zu ihm. Und er, der doch der Saulus war, der große Krieger, er lag im Staub, er lag unten, er lag kniend vor dem Herrn. Und er hörte diese Stimme. Und so ist es, liebe Geschwister, auch der du dazukommst. Wir müssen oft Gott suchen, aber eine Etage tiefer. Auf die Knie, mit knieendem Herzen müssen wir den Herrn suchen und ihm sagen, Herr, Herr, was hast du alles getan? Herr, wer bist du? Was ist in deine Gottheit? Welche Ruhe und Frieden, dass wir finden dürfen. Wir sollen neugierig sein auf Gott. Neugierigkeit, wie je Moses auf den Berg ging. Er war neugierig, weil dort ein Dornbusch brannte. Nicht, dass der Dornbusch brannte, es war ein Feuer davor, denn dieser Dornbusch verbrannte gar nicht. Denn Gott braucht keine Materialien von dieser Erde wie Holz und sowas, um ein Feuer zu machen, sondern sein heiliges Feuer brennt. Sein heiliges Feuer brennt in unseren Herzen. Wir haben kein Holz in unseren Herzen, aber es soll brennen durch den Heiligen Geist. Und so waren die zwei Emmaus-Jünger, die da gingen, und sie hörten die Worte, als sie unterwegs gingen. Sie erkannten aber den Herrn nicht, aber sie merkten, hat es nicht gebrannt in unseren Herzen? Und so soll es auch heute brennen in deinem Herzen. Jesus Christus, Worte sollen in deinen Herzen dieses Brennen hervorholen durch den Heiligen Geist, der uns läutert von innen, wie das Gold geläutert wird in dem Feuer. So soll unser Herz auch lauter sein, und so soll es rein sein vor dem Herrn, denn es ist was Wunderbares. Und so sagte er, wer bist du? Denn er war neugierig, er wollte wissen, was ist das? Und dann sagt uns die Heilige Schrift, und als er die Augen auftat, konnte er nicht sehen. Er war drei Tage blind. Aber doch, Gott sorgte schon in dem Plan vor. Und so hatte Petrus auch eine Stimme gehört, und sie sandten dann dort einen Mann, der voll Gottes Geist war und der gläubig war. Und so brachte sie zu Hananias. Und Hananias bekam die Stimme von Gott, denn er war gottesfürchtig. Und er sagte, Hananias, zu dir kommt jemand und du führst ihn zu Simons Haus, denn dort soll für ihn gebetet werden. Dann dort soll es sich offenbaren, dass alles von Gott kommt. Und so ging dieser Hananias und sagte zu Gott, Gott, wie kannst du das von mir verlangen? Er ist der, der doch alle Christen, denn das war verboten, Christ zu sein. Es war eine Zeit, wo Christen verboten war. Und alle, die sich zu ihm bekannt haben, wurden hinausgeschmissen. Sogar Juden haben diesen Glauben gehabt an Jesus, aber sie trauten sich nicht, ihn zu leben. So kam auch, wenn wir lesen, Johannes 3, Nikodemus des Nachts zu Jesus und fragte ihn was, wie kann ich denn neu geboren werden, wenn ich noch ein erwachsener Mann bin, wenn wir noch erwachsen sind. Er sagte, nur durch Geist und Wasser werden wir neu geboren, wiedergeboren in diesem Sinne. Und so können wir, wenn wir heute Jesus Christus annehmen und gehen in unsere Taufe, so werden wir neu geboren sein. Dann sind wir Pflanzen, wir sind dann der Baum, Bäume der Gerechtigkeit, wie der Herr sagt, die Pflanzung des Herrn. Und so sollen wir immer wissen, dass wir die Pflanzen des Herrn sind. Und Gott sät nicht Hass, er sät nicht Neid, er sät nicht Lüge, er sät dieses, nein, es sind Güte vom Herrn, Güte bei
Barmherzigkeit und Liebe, Verzeihung. Und so sollen wir es auch tragen. Und so sollen wir ihn bekennen mit unserem Leben, mit unserem Leben. Denn er sagt auch, wer mit seinem Mund bekennt und von Herzen glaubt, soll errettet werden. Und so soll es von Herzen kommen. Und die Errettung haben wir. Und diese Errettung wollen wir festhalten. Das ist was Wunderbares. Er schenkt uns diese Gnade der Errettung. Und er sagt, pass auf, dass dir dieses niemand wegnimmt. Und so wollen wir ihn jeden Tag anbeten, wollen ihn hören, jeden Tag, Herr, was willst du von mir? Denn weiter sagte er, Hananias sagte selber, was willst du von mir? Ja, was willst du? Und er sollte dahin gehen, er sollte Paulus führen dorthin. Und so kamen sie auch in dieses Haus von Simon, von Petrus. Und so bekehrte sich Saulus. Und er wurde zu Paulus. Von diesen strengen Soldaten, der ein stolzer Soldat war, der stolz war, der Ruhm gesucht hat in der Welt, der Ruhm und Reichtum gesucht hat in der Welt, hielt es für nichts zu erachten, denn er sagte später in der Heiligen Schrift, auch ich habe die Verzeihung bekommen. Ich habe die Errettung bekommen. Ich habe die Gnade bekommen. Ich, der Elendigste unter allen Gläubigen, der Elendigste von allen Menschen, habe auch dieses Widerfahren bekommen. Und so auch wenn du denkst, mir kann niemals verziehen werden, doch Gott weiß alles, was du getan hast. Er weiß sogar, was du morgen tun wirst. Er weiß alles. Er ist allwissend. Aber er ist allmächtig und er kann dich dort hinausholen, er kann dir was geben, was du niemals gedacht hast, was du bekommen könntest, was kein Geld der Welt dir geben kann. Kein Geld dir geben kann, denn du kannst alles mit Geld kaufen auf dieser Welt, aber nicht das Himmelreich. Das bekommst du nur durch die Gnade Jesus Christus, durch den Kreuztod Jesus Christus. Denn im 1. Timotheus 2, Vers 5 steht geschrieben, Jesus Christus, der Menschensohn Jesus, ist die einzige Verbindung zwischen dem Vater im Himmel und den Menschen auf Erden. Und so wollen wir daran festhalten, denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so sollen wir ihn bekennen, wir sollen unser Altes ablegen und neu anlegen. Und so sollen wir nicht im Schauen laufen, sondern im Glauben. Und wir sollen dran festhalten. Und so kam dieser Paulus, dieser Saulus kam dann hinein und man legte die Hand auf ihm und betete ihm und so wurde er wieder sehend. Und so wurde er wieder sehend und er ließ sich taufen, sagt uns die Heilige Schrift. Er ließ sich taufen und Hananias sagte auch, obwohl doch er wusste von Paulus, von Saulus, wie streng er als Soldat ist. Er hat die Menschen gemordet. Er, und da sollte er hingehen. Und er hatte Angst gehabt, dorthin zu gehen. Aber er tat es. Er tat es. Greif zu Jesus Christus. Greif die Errettung heute. Lassen wir darin bleiben, in dieser Rettung, in dieser Erlösung, durch sein heiliges Blut. Und heute, dass wir Licht und Zeuge sein. Denn Paulus wurde von Christus, von Gott, unserem Herrn, wurde er als Zeugnis berufen, um Zeugnis zu geben. Und er ging überall hin und predigte und tat große Wunder in Jesus Christus Namen. Er, wo alle Angst von gehabt haben, aber er tat etwas, liebe Geschwister, liebe Brüder, auch die es werden wollen. Er tat etwas. Er kniete sich nieder vor Gott. Er kniete sich nieder vor Gott. Und schaut jetzt mal, dieser Mann, der in dieser Welt war, ein berüchtigter Mann, ein Soldat, ein Oberster. Und was hat er getan? Als er gehört hatte, weil er jetzt den Namen Jesus Christus angenommen hat, weil er Gott angenommen hat, wurde jetzt auch er verfolgt. Auch er wurde jetzt verfolgt von denen, die er vorher kommandiert hat. Jetzt wurde er von ihnen befolgt und sie trachten ihm nach dem Leben, dass sie ihn umbrächten. Selbst die Juden waren gegen ihn. Wer ist er dann? Wer ist er dann, dass er jetzt auch predigt von diesem Christus? Es war verboten, von Christus zu reden. Es war verboten, Jesus anzunehmen. Nikodemus kam in der Nacht. Es war alles. Denn wir wissen auch, dieser Nikodemus später, als Jesus, als Christus ans Kreuz ging, er hat nachher mit Josef und Arimathäa hat er den Leichnam Jesu in die Höhle gebracht. Und die haben Salböl und alles haben sie mitgenommen. Seht ihr, da haben sie sich bekannt. Da haben sie sich doch bekannt in der Öffentlichkeit. Und so sollen wir uns auch bekennen für Jesus Christus. Uns nicht schämen vor seinem Namen. Denn Paulus hat etwas getan. Er kniete von Gott. Und dieser Paulus, der umgebracht werden sollte, wie er denn in dieser Wohnung war, da sagt uns die Heilige Schrift in Apostelgeschichte 9, könnt ihr alles nachlesen, da nahmen die Jünger ihn bei Nacht und ließen ihn mit einem Korb die Mauer hinunter, damit er flüchten konnte. Schaut mal, dieser mächtige, große Saulus
wie er zu Paulus wurde, Jesus Christus sein Leben annahm und hat von ihm gepredigt, denn er war ein Apostel der Lehre. Er hat die Lehre auf dieser Erde, auch durch den Heiligen Schrift, durch Gottes Gnade, hat er uns sie gegeben. In die ganzen Briefe, die er uns gegeben hat, in den 13 Briefe. Auch viele sagen, der Hebräerbrief, der nicht zugeordnet werden kann. Aber doch ist auch meine Meinung, dass dieser Hebräerbrief auch von Paulus geschrieben worden ist. Dieser hat uns das gebracht. Warum? Durch die Einhauchung des Heiligen Geistes. Durch die Inspirierung. Inspirierung ist ein anderes Wort für Einhauchen. Dass wir das Leben eingehaucht bekommen haben. Und dafür danken wir unseren Herrn Jesus Christus. Und dass wir den Heiligen Geist haben, der uns führt in der Wahrheit. Dieser Paulus, dieser große römische Feldherr, ist aus dem Fenster geflüchtet. Welcher Mensch, welcher Mann würde jetzt denken, auch wenn sie jetzt bei mir an die Türe kommen, ich würde doch nicht durch die Fenster flüchten. Ich bin ein Mann, ich gehe durch die Türe und zeige ihnen mal. Aber nein, Jesus soll leben in uns. Die Menschen sollen erkennen in uns, wer in uns lebt. Und es ist uns wunderbar, denn dadurch werden wir uns jeden Tag erbauen in unserem geistigen Leben. So werden wir auch weiterhin beten und fasten und danken den Herrn für unsere Erlösung, für unsere Heilung, die wir bekommen haben durch ihn. Denn durch Glaube ist uns dieses möglich. Und deshalb auch du heute, glaube an den Herrn Jesus Christus, der für dich am Kreuz gegangen ist von Golgatha, der auch heute lebt. Heute lebt er. Denn es war vielen, war ein Ärgernis sogar gewesen. Und so ist es er, der von den Toten auferstanden ist und lebt. Wenn wir lesen in der Heiligen Schrift von 9 Auferstehungen, von 9 Auferstehungen von Tode, leibliche Auferstehungen reden wir. So war es auch diese drei Auferstehungen im Alten Testament. Da waren 4 Auferstehungen im Neuen Testament beim Herrn, bei den 4 Evangelien. Und dann auch bei den Aposteln waren dann auch nochmal 3 Auferstehungen. Und so waren es 9 Auferstehungen. Und so danken wir unserem Herrn Jesus Christus. Darüber werden wir auch in der nächsten Zeit mal darum berichten. Aber die Menschen nahmen Anstoß, denn sie sind auch wieder gestorben. Und werden mit uns aber, wenn der Herr wiederkommt in den Wolken, werden sie auch diese verwandten Leib kommen, ihre Leiber werden auferstehen. Und dann werden wir verherrlicht werden durch den Herrn Jesus Christus. Und so danken wir ihm und loben und preisen seinen heiligen Namen. Und du, möchte ich jetzt zum Gedanken noch sagen, zum Schluss, halte fest, lass die Liebe Gottes in deinem Herzen nicht erkalten durch viele Rückschläge, durch viele, die jetzt vielleicht deine Familien kommen und sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, wenn du diesen Glauben annimmst. Jesus spricht davon. Er sagt, ich bin gekommen, um Frieden uns zu bringen. Aber er ist nicht gekommen, um dieses jetzt, wie wir sagen, in allen Dingen Frieden sein lassen zu sollen. Denn er sagt, ihr werdet euch zanken, ihr werdet euch streiten in eurer Familie. Die jetzt in eurer Familie sind, die werden streiten gegen euch. So wird die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter sein, der Schwiegervater gegen den Schwiegersohn. So wird Mutter gegen Vater, gegen Sohn sein. Aber doch Gott wird dieses alles wieder vereinen. Gott wird dieses wieder vereinen durch die Liebe Gottes. Wir müssen nur daran festhalten. Auch wenn morgen vielleicht jemand mit dir nicht mehr spricht, aber Gott macht es doch, wir halten ein Gebet fest, dass er auch zu diesem Glaube kommt, zu diesem wahrhaftigen Leben, dass er Leben hat im Überfluss. Dafür ist Gott gekommen auf dieser Welt, damit wir Leben haben im Überfluss. Und so danken wir und loben und preisen unseren Herrn Jesus Christus, denn er ist groß und er ist mächtig. Und so wollen wir noch zum Schluss ein Lied singen, liebe Geschwister, zusammen nochmal. Und lasst uns den Herrn damit anbeten. Amen. Halleluja. Halleluja, Jesus Christus. Halleluja. Die Welt weiß nur kein, das Lob es oggi ben mange, tu che Jesus hilukai tai del menso. Den grau mehr pleste, ayokais vor mange, dais lopes grogi ben, apukais so mange. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Jesus, hör zu, auch Jesus ist für dich da. Jesus, er kam zu uns, gab sich als Opfer für uns hin, für dich und auch für mich. Er ist hier und gibt uns Kraft. Was er für mich getan, tut er auch heute für dich. Ja, gib dein Leben ihm, denn er gibt dir Zuversicht. Halleluja, 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 Jesus. Ja, er liebt dich doch, ja, Jesus liebt dich sehr. Halleluja, 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 Jesus. Halleluja, so wollen wir unseren Herrn loben und preisen und wollen jetzt zusammen beten. Brüder, die ihr jetzt da steht, helft mir im Gebet mit zusammen durch die Führung des Heiligen Geistes. Lasst uns beten für die Kranken. Lasst uns alle Kranken vor Jesus Christus bringen. Denn er, was er vor 2000 Jahren getan hat, die Heilung ist auch heute. Denn sein Wort ist in aller Ewigkeit. Auch wenn alles vergeht auf dieser Erde, sein Wort bleibt ewiglich. Und seine Versprechung aus seinem Munde tut seine starke Hand auch austeilen, was er versprochen hat. Denn wir vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus. Und es ist was Wunderbares. Und so wollen wir jetzt beten. O Herr, allmächtiger Gott, Vater unser, der du bist im Himmel, Herr. Herr, heilig, Herr, bist du, allmächtiger Gott. Und so wollen wir bitten, in Jesu Christus Namen, Herr, nehme du dich an den Kranken, Herr, die wir jetzt vor ihnen kommen, Herr. Alle Namen, Herr, kennst du, Herr. Denn du sagst, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich gebe euch die Ruhe für eure Seele. Aber auch sagst du uns, kommt hervor und ich gebe euch Heilung. Denn wen ich heile, der ist geheilt. Dem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wem ich helfe, dem ist geholfen, Herr. Und deine Worte sind auch noch heute, Herr. Denn deine Worte sind die Macht, die Gewalt, die du in uns gesetzt hast. Und wir wollen dran glauben und bitten dich in Jesu Christus Namen, Herr, schenke jetzt Heilung, Herr. Schenke jetzt Heilung für die, die in den Krankenhäusern sind, Herr. Ob sie erkrankt sind an diesem Virus, Herr, oder ob sie einen Herzinfarkt erlitten haben, Herr. Herr, bestimme du, Herr, ihre Zeit, Herr, denn da unsere Zeit liegt in deinen heiligen Händen, Herr. Und so bitten wir, Herr, für die, Herr, für die Kranken. Und auch wenn es heißt in der Welt, sie sind unsagbar krank, dass niemand mehr helfen kann, da bitte ich für sie, Herr, allmächtiger Gott, Herr, dass du, Herr, sie noch uns bewahrst, Herr, und uns, Herr, noch beschenkst mit Jahren, allmächtiger Gott, damit sie noch einige Jahre ohne zu leiden bei uns bleiben können, Herr. Denn auch Hiskia hast du diese Chance gegeben, Herr, und die mal 15 Jahre noch zu ihrem Leben dabei zu sein Leben dabei getan, Herr. Und so möchte ich auch, allmächtiger, gütiger Gott, Herr, dass dort, Herr, wo die Ärzte sagen, wo keine Hilfe mehr ist und keine Heilung mehr ist, Herr, Herr, tu du doch deine Wunder, Herr, allmächtiger Gott, Herr. Erfülle sie, Herr. Heile du sie, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Schenke ihnen noch einige Jahre, Herr, mit uns auf dieser Erde, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Aber, Herr, dein Wille soll geschehen im Himmel und auf Erden, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Denn du weißt alles, Herr, du kannst alles, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Und du bist überall, allmächtiger
allmächtiger Gott, Herr. Denn niemand ist alleine, Herr. Denn du bist bei uns, allmächtiger Gott, Herr. Du hast uns bei unserem Namen gerufen, Herr. Und so wollen wir beten, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Wenn wir noch an Gebundenheiten, Herr, haben, allmächtiger Gott, Herr. Herr, befreie uns davon, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Denn, Herr, wir müssen abnehmen. Du sollst zunehmen. Du sollst wachsen in uns, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Tag für Tag, Herr, wollen wir uns erneuern, Herr. Durch den Wasserbad des Wortes, was wir lesen, Herr. Den Segen, den wir dadurch haben, Herr. Und dieses akustische Reden, Herr, dass du durch deine Diener redest, Herr. Aber durch Führung, Geleitung, durch deinen Heiligen Geist, Herr. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und sollen wir dich loben und preisen, du mächtiger Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Herr. Du bist Gott meiner Brüder, Herr. Du bist Gott meiner Schwestern, Herr. Du bist Gott meiner Kinder, Herr. Gott meiner Schwiegersöhne und auch der Gott, Herr, meiner Schwiegertöchter, Herr. Ich will dich loben und will dich preisen, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Denn, Herr, du bist unsere Macht, Herr. Du bist die Gewalt in uns, aber eine liebevolle, barmherzige Gewalt, Herr. Denn du hast uns Liebe gegeben und ewiges Leben. So wollen wir dich loben und preisen, uns immer bewusst sein, wer in uns lebt, Herr, dass du uns befreit hast, Herr. Du hast die Ketten zerbrochen, Herr. Du hast uns aus der Herrschaft des Feindes genommen und hast uns in der königlichen Herrschaft der Liebe gesetzt, in deiner Herrlichkeit, in Jesus Christus Namen, Herr. Herr, beschütze, Herr, die Häuser, Herr. Beschütze uns alle, Herr, denn du bist der Frieden in unseren Herzen, Herr. Du bist der Frieden in unserem Haus, Herr. Und alle, die dazuhören, sollen den Frieden in den Herzen haben und auch ihr Haus soll in Frieden sein, Herr. Und alles soll weichen in Jesu Christus Namen, Herr. Denn du bist die Auferstehung und das Leben, Herr. Und ich will dich loben und preisen, Herr. Und dich mit meinem Glauben. Und wir wollen mit unserem Glauben, den wir von dir bekommen haben, dich ehren auf Erden, allmächtiger Gott, Herr. Bis du wiederkommst, Herr, wollen wir dir lobpreisen. Bis du wiederkommst, wollen wir von deiner Gnade und Güte, Herr, wollen wir den Menschen erzählen, Herr, durch deine Macht, durch deine Kraft, durch deinen Heiligen Geist, in Jesu Christus Namen. Halleluja, Jesus. Amen. Amen. Gelobt seist du heute in aller Ewigkeit. Du und dein Haus soll dir Frieden haben, so auch wie mein Haus. Und wir gehen zusammen diesen Weg, denn der Herr hat uns zusammengetan, dass wir zusammenhalten, ein den anderen. Und so wollen wir nicht vorgehen, dass einer sagt, nein, ich weiß mehr, ich kann mehr, ich bin mehr. Und der andere, ach, du weißt, wie ich zurückbleibe. Nein, wir wollen mitten, wir wollen zusammengehen. Zusammengehen, der nach uns ist, wollen wir bei uns nehmen. Und der vor uns gehen will, wollen wir bei uns nehmen. Und zusammen gehen wir diesen Weg. Zusammen gehen wir diesen Weg, der da heißt Liebe, Barmherzigkeit und Güte. Und unser Herr ist mit uns. Wir haben den Beistand des Allerhöchsten. Und so soll unser Haus gesegnet sein, heute und in aller Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch, beschütze, behüte und bewahre euch und eure Kinder. Und möge sein Antlitz über euch leuchten lassen und uns Menschen gnädig sein. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und Jesus Christus wird es euch belohnen. Auch meine Brüder, danke ich, dass er uns zusammengetan hat, dass wir uns auch dass wir uns auch einen Rat holen können untereinander. Es ist was Wunderbares. Und da danken wir den Herrn dafür, dass er Männer in unsere Mitte hat, dass die erfüllt sind durch den Heiligen Geist und auch die Lehre von ihm haben und dass wir uns untereinander austauschen können, denn gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark, denn es ist wichtig, in Gottes Wort zu bleiben, es zu leben. Und so bekennen wir nicht nur mit dem Munde, sondern mit unserem Leben von Herzen. Und so ist es uns das gegeben im Herzen. Und das ist das Wunderbare, dass ihr zuhört, denn wir sind Geschwister. Wir alle sind Kinder Gottes und so soll es bleiben, in Jesu Christus Namen. Amen. Morgen auch bitte, wenn ihr Zeit habt, oder nehmt euch einfach die Zeit, denn die Zeit ist kostbar. Kauft euch die Zeit aus. Es kostet etwas, aber nehmt um 8 Uhr vor eurem Facebook oder sonst was, vor dem Telefon Platz, schaltet an. Unser Bruder Michael, ich weiß auch, er wird gesegnet sein durch den Herrn, denn wir müssen gesegnet sein vom Herrn, sonst können wir nichts rüberbringen, denn der Geist macht lebendig. Und so danken wir unserem Herrn Jesus Christus, dass wir alle abhängig sind von seiner Gnade, dass wir ihn brauchen, dass wir ihn alle brauchen, gleich. Amen. Der Herr segne euch.